Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Thüringen. Wir sind jetzt mit Aufnahmen fertig. Wir fahren jetzt wieder zur BGH. Ein paar Ladungen gehen da noch rein, denke ich mal. Leider ist das so. Aber das ist nicht anders. Ne? Ein paar Fuhren fahren wir ins Lager rein, um später näher mit Auto 3 machen lassen zu können. Oder Kursplay, das ist ja egal. Ja, ansonsten die Mission auf Feld Nummer 13 läuft und auf 40. Etwa beide gleich weit vorangeschritten. Um die 60%, schätze ich mal jetzt ganz grob. Es dauert noch eine Weile. Sind ja relativ große Felder und wir arbeiten dann gut alleine zurzeit, düngemäßig. Sieht es auch gut aus. Sollte eigentlich reichen. Und werden wir bei Gelegenheit gleich voll machen. Denn die eigenen Felder werden sicherlich auch bald rufen, sobald nächsten Tag das Wachstum durch ist. Und da können wir auf drei Felder mit drei Fahrzeuge arbeiten. Beziehungsweise mit zwei. Wir haben ja nun nicht jedes mit Pflegebereifung. So. Bisschen geht hier noch rein, ne? Hoffe ich jedenfalls. Damit wir hier über Nacht hier gut verdienen. Geht hier alles rein. Kommt hier hinterher. Eins verarbeitet nicht so viel, aber wir können beim Düngen nicht so schnell machen. Und wenn doch Wachstum durchgehen sollte, ist es missionstechnisch ungünstig, ne? Weil dann wird es nicht voll gewertet. Deswegen bei so großen Feldern lieber auf 1 laufen lassen, bevor da plötzlich Wachstum durchgeht und wir da nochmal düngen müssen. Bei eigenen Feldern ist das nicht so tragisch, weil da zählt die Stufe trotzdem. Man muss nur halt weiter düngen. Ne? Wenn man abrechnen bei Mission, da muss man die 100% vorweisen können. Ne? Fertig ist. Die Rechnung ist halt dann so, wenn nur ein Teil schon gewachsen ist, dann ist der Dünger wieder Modus weg und dann rechnet er von vorne und das kann sein, dass man mal düngen müsste. Ne? Ungünstig. Die Ballen boah, sind gut gefüllt, sagt man so. Die werden morgen fertig, ne? Da können wir die entsprechenden Brocken mehr reinkippen, beziehungsweise da abladen, ne? Dann ist das Ding voll und da kann er sich selbstständig die Ballen dann nehmen. Ne? Mit Ballen ist es ein bisschen leichter in der Beziehung, ne? Man stellt die hin und dann packt die übereinander und dann, je nachdem wann die BGH das verarbeitet hat, nimmt er sich den nächsten Ballen. Ne? Ist auch durch den Mod ein bisschen besser geworden, dass man 10.000 Liter pro Ballen hat. 20.000 wären möglich, aber doch zu viel. Aber so gehen reell also im Spiel original 4.000 rein, nicht 10.000. Das macht das schon mal ein bisschen. So, das hast du weniger zu fahren. Ne? Mit 5 Ballen hast du so einen Anhänger voll, ne? Im groben Sinne, ne? Wir haben einen Silos ungünstig, da muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch eine Heidenarbeit gewesen mit Kursplay mit zu ernten, mit 3 Fahrzeugen stellenweise. Mein Gott, hat Spaß gemacht, ne? War beschäftigt. Wir haben ja noch ein Maisfeld, ne? Aber das werden wir uns nicht antun. Weil das kriegen wir nicht mehr verarbeitet. Also der Umzug soll da kommen, ne?
Grunde ist die Karte ja fertig, nur brauchen wir irgendwie Patch für gewisse Dinge, den er nicht so beeinflussen kann. Gut, wir haben noch keine Ernte durch, ne? Ich möchte jetzt zumindest meine Aussaat die Ernte einfahren. Zumindest, ja, alles im Prinzip, ne? Geht ja ums Verdienen dabei, ne? Und ich persönlich möchte mir das nicht gut schreiben, das kann man gar nicht gut berechnen, ne? Deswegen wird das eingefahren. Und wenn es abgeschlossen ist, dann wird der Umzug dann vollzogen. Ne? Ein paar Tage brauchen wir noch hier. Ich werde auch bald anfangen mit Vorproduktion, ne? Für den Urlaub. Wenn ich zu Hause bin. Dann gibt es auch mal keinen Livestream. Ist leider so. Und dann nehmen wir sehen nach dem Uhr, wenn wir zu Hause bin. Vielleicht ein Meer oder so, ne? Immer von einem Arsch vielleicht. Wir müssen die Ecke noch nacharbeiten. Das ist ganz, ganz ungünstig, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das, weil in einem Arsch habe ich auch so ein Silo, wo das Prinzip der Rand. Ja, ungünstig ist, ne? Das ganze Keil kann man ja nicht verwenden. Wenn man das nicht vorher. Und hier ist ja nichts zu liegen, liegt ja nichts. Kein Reif, gar nichts. Da kann man ja hier noch reinfahren mit dem Gerät und den Mais entfernen. Aber wenn da was rum liegt, ist schwierig. So, den werden wir gleich ins Lager fahren. Das Lager ist ja anders ja noch nicht ausgeleert, ne? So, aber Innensicht. Bisschen besser. Ja, der Mais wächst auch nicht. Gut, kann ja auch nicht. Über 1 sieht ja nichts. Ne? Aber wie gesagt, ich will beim Düngen nach Möglichkeit in den Folgen das fertig machen. Im heutigen Tagprinzip, jetzt haben wir 10.28 Uhr. Wenn das Düngen fertig ist, können wir auf 5 einstellen. Oder das ja, kann man machen. Ein paar Strohballen haben wir auch noch. Ja, der Wahnsinn. Kriegen wir nicht verarbeitet. Wir müssen aber noch Stroh. Das muss ich mir jetzt merken. Merken ist gut. Ich brauche diese neueren Ballenlagern, um auch lose rausbekommen kann. Ne? Muss ich mir jetzt mal hinter den Ohren schreiben, dass ich da das entsprechend mal update, ne? Dann können wir da die Ballen reinlagern und dann können wir lose rausholen. Denn sobald unser Lager hier mit Stroh alle ist, dann müssen wir da zureiben können. Wir brauchen ja fast jeden Tag 50.000 Liter, ne? Und das ist ja, ist schon viel, ne? Und je mehr Kälber wir kriegen, umso mehr Stroh brauchen wir, ne? Alles okay. Dass wir jetzt schon unsere Tiere verdoppelt haben fast, ist auch nicht schlecht. Wir werden gleich mal Milch verkaufen. Wir fahren halt mal hin und verkaufen jetzt eine Milch. Die brauchen ein bisschen Abwechslung. Ne? Ein paar Ladungen jetzt reinfahren im globalen Markt, der ist aktiviert. Verkaufen wir international. Mal sehen, wie er da da drin ist, ne? Lass mich überraschen. Dann gucken wir gleich nach, was wir in der Mission machen. Fast 80% und der hat 80%. Naja, gut. Dann ist das Ende abzusehen. So, Hof 3. Wie gesagt, hier will ich im Grunde das später mal wahrscheinlich anders gestalten. Ich weiß auch nicht genau wie, aber anders.
Kuhstall an sich möchte ich nicht, wenn es theoretisch der andere Stall perfekt ist, ja, auch mich rauskriege, dann werden wir das entsprechend so lassen. Aber ich weiß noch nicht genau wegen der Kälber. Ich möchte gerne Tiere extra haben, ne? Aber ich möchte auch die Bullen extra haben. Weil das sind reine, ja gut, Hunde sind wurscht. Weil die sollen eigentlich nach 2 Jahren zum Händler. Schlachthof haben wir hier nicht. Und das ist besser, wenn die Tiere extra sind, als wenn da jetzt durcheinander. Hier oben kann man sehr gut das Feld Nummer 12 für nehmen können, also für den Hof, ne? Aber die Wiese ist auch nicht gerade ideal, ne? Sägewerk werde ich wahrscheinlich nicht übernehmen, aber für den Winter ist das ganz praktisch. Heizwerk haben wir noch nicht gebaut. Oh, das machen wir im Winter näher, ne? Oh, leer. Ja, auf dem Marsch, Käserei, ne? Also hier Milchverarbeitung. Und dann könnte man die Milch hier auch verwenden, ne? Dafür. Genauso wie ein Dünger, wenn wir von hier, von da, hier herbringen könnten, ne? Obwohl Dünger können wir hier auch alleine herstellen, weil Gülle und Mist haben wir hier auch, ne? Oder Gärreste. Müssten wir nicht mal aufwendig betreiben, ne? Gucken wir mal rein, was das Menü so sagt. Also die Ernte kommt Mitte Sommer, frühestens. Also wir haben noch 2 Tage vor uns. Ja gut, die Silage muss ja verarbeitet werden, ne? Und wir haben schon 4 Kälber gekriegt. Ein Männchen und 2 Weibchen, ja, das passt so. Und hier sind alles weibliche Tiere. 0,2, einige sind schon 0,3, 0,5. Ein bisschen nach Gewicht gucken. Die schweren sind ja eher die etwas älteren, ne? Diese 63er, 88. Ein Jahr alt. Und das dauert noch eine Weile normalerweise, weil bei und hier sind männliche Tiere. Die obersten sind schon ganz gut bestückt, aber 2 Jahre können sie auf jeden Fall noch bleiben. Also ein Jahr auf jeden Fall noch. Dann wollte ich hier mal gucken, Hof 4 circa, ob man da was machen könnte. Ne? Oder hier große Schafweide. Das ist. Ja, keine Ahnung. Oder hier Hof 1. Ja, auch Kühe, ne? Mal überlegen, ne? Und darf man nicht vergessen, Tiere machen viel Arbeit. Jetzt hat er sich festgefahren. Hängt der jetzt an? Gut, was ich. Ah, vorne auf der. Hat der Maurer das Beton da gelassen oder den Mörtel zum Mauern putzen? Die muss längst hart sein normalerweise. Bei dem Regen, den wir hier haben. Na gut, das muss mich jetzt nicht stören, ne? Also der fertige Mörtel ist ja schön gut. Das meint aber auch. Das ist. An der Luftfeuchtigkeit ist ungefähr. Ein paar Wochen, dann wird er hart. Zum Mauern und Putzen geht das immer noch einigermaßen, aber wenn du Beton machen willst, der muss am besten frisch sein. Der darf nicht klumpig sein, ne? Dann hat er nicht seine Festigkeit mehr, ne?
Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er ganz hart ist, ne? Gibt's aber schon 6 Decken, die haben Folie innen drin. Das hält sich ein bisschen länger. Aber wie gesagt, Zement ist eine so eine Sache. Da muss man am besten einkaufen und dann verarbeiten. Das ist das Beste. Kies und Kalk ist wurscht. Das ist egal. Bei Kalk ist nicht ganz so dramatisch, dass das geht. Aber wie gesagt, Zement wird schnell hart. Nur ist immer so, wenn man arbeitet, ist das blöd, wenn was fehlt, ne? Wird man nicht fertig. Am meisten machen wir das am Wochenende. Und extra zum Baumarkt fahren, das kostet ja auch wieder einige Stunden. Je nachdem, wie weit man entfernt ist, ne? Hier wäre das ungefähr locker eine Stunde weg, die man braucht, um da einzukaufen, ne? Zement, der Mist füllt sich wieder, ne? So, hier noch fix auf aufladen, hier noch ein bisschen Milch, 2-3 Fuhren. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Und nochmal schönen Dank für alle Kommentare, die mir kommen, ne? Oder an neue Abonnenten. Freue mich drüber. Dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.